Steph Shepard Rocks. Ghost me, please. Die Sonne brannte goldgelb auf das Weizenfeld. Der Bauer erhob die Sense, um es zu schlagen. Die Kirchenglocke läutete 12 Uhr. Es war Mittag und er war noch auf dem Feld. Boah, also irgendwie habe ich gerade keinen Nerv für eine Doku über Bergbauern um die Jahrhundertwende. Josie saß mit ihrer besten Freundin bei einem Bier. Genauer genommen beim 4. Ihr wöchentliches Treffen war diesmal zu einem Rant abgedriftet. Ich dachte, eure Dates waren gut. Du hast so geschwärmt, Jo. Dachte ich auch. Es war toll, magisch geradezu. Und dann, bam. Bam was? Geghostet. Einfach so. Von jetzt auf gleich kein Piep mehr. Keine Nachricht. Kein Anruf. Sei geht auch nicht ran, wenn ich anrufe. Wie lange schon? 3 Tage jetzt. Okay. Das ist mehr als mal eben was Falsches gegessen. Ja, ich bin's leid, dieses Daten. In dieser App lernt man zwar Leute kennen, aber die Qualität ist da wohl eher mau. Aber es lief doch so gut. Vielleicht ist irgendwas anderes. Was? Ich weigere mich an einen Autounfall oder auch nur zweimal oder so auch nur zweimal zu denken. Amina legte ihrer Besten sachte den Arm um die Schultern und drückte sie. Komm, ich hol uns noch ein Bier und du schläfst hier. Keine Widerrede. Das reimt sich und alles, was sich reimt, ist gut. Das wusste schon Pumucke. Ah ja, ist gut. Hab morgen eh frei. 2 weitere Biere später schlief Josie auf der Couch ein und träumte von diesen zarten, rehbraunen Augen. Am nächsten Vormittag ließ Josie die Tür ihrer Wohnung ins Schloss fallen und verfluchte sich sogleich dafür. Die Kopfschmerzen, die aus dem finstersten Abyss des Höllenschlunds zu kommen schienen, mochten keinen Lärm. Wobei, vielleicht mochten sie ihn auch, denn er fungierte in jedem Falle als Booster für den Schmerz und das Gepoche hinter der Schädeldecke. »Boah, nächste Woche trinke ich garantiert kein Bier«, schwor sie ihrer Katze und quetschte deren Futter aus dem Tütchen. War die so wortgewaltig wie prägnante Antwort des Fellknäuels. Für Maunzer war damit alles gesagt und das junge Kätzchen stürzte sich auf das lang ersehnte Futter. Josie legte ihre Schlüssel aufs Schuhkästchen und ging sich bequemere Sachen anziehen. In Jogginghose und Shirt ließ sie sich müde auf die Couch fallen und versank in einem Haufen aus Kuscheltieren. Sie sammelte Plüschtiere aus Filmen und Computerspielen, zog wahllos eins heran und schlief mit Darth Vader in Arm ein. Leises Kratzen weckte sie. Sie brummelte. »Mounty, lass das!« und drehte sich um. Ihr Gesicht landete im weichen, warmen Fell genannter Samtpfote. Es dämmerte ihr, dass, wenn der Kater hier friedlich schlief, er nicht gleichzeitig der Urheber des Gekratzes sein konnte. Verschlafen, aber alarmiert, setzte sie sich auf. Vader purzelte auf dem Boden. Das Geräusch schien von der Wohnungstür zu kommen. Verwundert erhob sie sich und ging nachsehen. Sie öffnete die Tür und da war nichts. Nichts und niemand. Das Geräusch war verschwunden.
Verwundert schloss sie die Tür. Vielleicht hatte sie sich getäuscht und es war von den Nachbarn gekommen. Und die schliffen gerade die Wand ab oder etwas in der Art. Ihr Blick fiel auf den Müllsack in der Küche und in einem Anfall von Motivation griff sie ihn, um ihn wegzubringen. Sie langte aufs Schuhregal nach dem Schlüssel und griff ins Leere. Nun, genau genommen in ein Körbchen mit allerlei Krimskrams und Kleingeld, in das sie den Schlüssel immer legte. Jedoch brachte auch motiviertes Wühlen keinen Schlüssel zum Vorschein. Das gibt's ja nicht. Wo ist der verdammte Key? Sie sah sich um, ging in die Küche und checkte die Anrichte. Vielleicht hatte sie ihn beim Katzenfüttern dorthin gelegt, aber auch hier war nichts. Musste doch irgendwo sein. Schließlich war sie damit in die Wohnung gekommen. Couchtisch, Bett, Badezimmer. Nirgends war ein Schlüssel. Verzweifelt hob sie Mounzer hoch, um ihn zu kraulen. Sie drückte das warme Fellknäuel an sich und sah den Schlüssel. Der Kater hatte darauf geschlafen. Ach, Mounzi. Konnte sich zwar nicht erklären, wie er dorthin gekommen war, aber zumindest war er wieder aufgetaucht. Sie musste ihn in ihrem Dusel mit zur Couch genommen haben. Die alte Kuckucksuhr an der Wand schlug und der Kuckuck schnellte heraus. Josie sprang vor Schreck auf die Couch. Die Uhr war, seit sie hier eingezogen war, kaputt gewesen. Sie ließ sie nur aus Nostalgie hängen, weil ihre Großeltern. Eine eben solche in ihrer Stube gehabt hatten. Sie starrte das Ding an, als hätte sie ein Gespenst gesehen. Mouncer begann in ihren Armen zu strampeln und sie setzte ihn sachte ab, behielt jedoch die Uhr im Blick. Der Kuckuck guckte genau dreimal aus seinem Nestchen und verstummte dann. What the? Miau! Du sagst es! Mit den Nerven fertig, griff sie sich Schlüssel und Müllsack und brachte den erstmal weg. Im Anschluss setzte sie sich ins Café nebenan auf einen Cappuccino. Sie brauchte Koffein, eindeutig. Wieder und wieder öffnete sie den Chatverlauf mit Lou. Sollte sie Sam nochmal schreiben? Die letzten 8 Nachrichten waren von ihr selbst und allesamt ungelesen. In ihrem Kopf drehten sich die Gedanken im Kreis. War Sam vielleicht wirklich etwas passiert? Sie wollte einfach nicht glauben, dass sie nach dem letzten Date, das mit einem wundervollen Kuss geendet hatte, einfach blockiert worden war. Ich mache mich jetzt sicher total zum Affen, aber sag mir bitte wenigstens, ob es dir gut geht, schrieb sie und drückte auf Absenden. Sie ließ sich in den bequemen Polstersessel des Cafés zurücksinken und nippte an ihrem Kapu. Später ließ Josie sich noch ein Punschkrapferl einpacken und ging zurück nach Hause. Dort fand sich Mouncer, hübsch eingereiht zwischen fein säuberlich aufgestellten Kuscheltieren auf der Couch sitzen. Sollte Mouncy nicht plötzlich einen Ordnungsfimmel entwickelt haben? Gab es dafür nur eine Erklärung. Es spukte. Die Süßspeise fiel zu Boden und zergatschte in der Tüte. Josie schlief unruhig die nächste Nacht. Gegen 3 wurde sie wach. Es war eisig kalt im Zimmer, das Mondlicht fiel durch die Fensterscheibe. Sie hatte vergessen, die Vorhänge zuzuziehen. Mounsa lag neben ihr zusammengerollt und schlief. Kleine Dampfwölkchen bildeten sich vor seinem Schnäuzchen, wann immer er ausatmete. Verwundert setzte sie sich auf. Es war Frühsommer. Keine Temperaturen, die Dampfwölkchen rechtfertigten. Auch ihr Atem bildete fröhlich dampfigen Drachenatem. Die feinen Härchen auf ihren Unterarmen und in ihrem Nacken richteten sich auf. Sie hätte sich nicht so viele Folgen von Geisterjägerserien angucken sollen.
Josie knipste mit zittrigen Fingern das Nachttischlämpchen an. Ihr liebevoller Blick glitt über das kleine Kätzchen an ihrer Seite hinweg und blieb abrupt an einer Sitzmulde auf der Matratze neben dem Kater hängen. Wie erstarrt hielt sie den Atem an. Da saß eindeutig jemand, nur dass niemand da war. Mounsers Ohr wurde zurückgebogen, als ob jemand sein Köpfchen streichelte. Dann flog die Katze mit Samtdecke aus dem Bett, als Josie schreiend aus dem Zimmer in die Küche stürmte und sich hinter der Tür der Speisekammer versteckte. »Du bist doch bescheuert«, schalt sie sich selbst. »Das ist nicht Ghostphobia, das Spiel, du Nuss. Der Geist wird dich nicht töten, wenn er dich findet.« Dennoch kauerte sie eine Weile mucksmäuschenstill in der Kammer. Ein Kratzen an der Tür ließ sie zusammenzucken. »Ach, Mounser!« Zaghaft öffnete Josie die Tür. Mounser setzte sich in den Türspalt und begann sich zu putzen. »Rein oder raus? Such's dir aus, Katze!« Doch das Kätzchen putzte sich in Seelenruhe weiter. Nichts weiter war zu hören oder zu sehen. Sie prüfte ihren Atem. Keine Wölkchen. Vorsichtig schob sie sich an dem Kater vorbei aus der Kammer und sah sich um. Es war ziemlich dunkel. Nur diverse LED-Lichter an Elektrogeräten sorgten für die Ahnung von Licht. Sie tastete nach dem kleinen Knopf an der Küchenzeile, der die kleine Kochplattenlampe bediente. Es wurde hell. Sie brauchte einen Tee, einen starken Tee. Sie setzte den Wasserkocher auf und kredenzte sich einen Earl Grey. Die dampfende Tasse in Händen fiel ihr Blick auf den frisch geputzten Toaster. Just in diesem Moment hauchte etwas auf das spiegelnde Metall. Es beschlug. Josie wich ängstlich zurück, stieß mit dem Hintern gegen die Anrichte. Geisterfinger malten ein Herz auf das Gerät. Sie verharrte wie versteinert. Ihre Gedanken rasten. Ein Geist, ein verliebter Geist. Oder vielleicht war es ihre Großmutter? »Oma?« fragte sie. Keine Reaktion. Sie hörte Mounsa laut schnurren. Ihr Blick sank zu Boden, suchte den Kater. Dieser schmiegte sich an jemandes Beine. An Beine, die nicht da waren. Aber die Bewegung war eindeutig. Ihre Teetasse fiel zu Boden. Josie kreischte, die Katze fauchte, etwas trat in die nasse Lake, feuchte Fußspuren entfernten sich aus der Küche und huschten ruhig Richtung Eingangstür. »Dimensionsriss? Unsichtbarer Mann? Was zum Geier soll der Scheiß?« rief sie. Wem auch immer hinterher. Sie wusste selbst nicht, woher sie den Mut nahm, doch folgte sie den Spuren zur Tür. Der letzte endete unter der Tür. »Der kann doch wohl nicht durch Türen gehen?« Sie riss die Tür auf und rief, »Verzieh dich, Geist!« Sehr zur Verwunderung eines Nachtschwärmers, der gerade an ihrem Haus vorübertorkelte. Sie kehrte stinkwütend in ihr Schlafzimmer zurück. Auf dem Handy erschien die Message, dass sie von Lou eine Nachricht hatte. Lou? Sie wischte auf dem Display nach rechts, um die Nachricht anzuzeigen. Da war keine. Hatte sie sich das nur eingebildet? Frustriert stopfte sie das Handy zurück unter ihr Kopfkissen und warf sich aufs Bett. Erneut brummte das Handy unter ihrem Kopf. Wieder eine Nachricht von Lou, wo keine war. Das Spiel spielten sie auch noch ein drittes Mal, bis Mounsa sich demonstrativ auf ihrem Kissen zusammenrollte.
Damit war Ruhe. Ziemlich durch den Wind hing sie am nächsten Tag in der Mensa rum. Sie hatte eine Vorlesung für ihren Professor halten müssen. Assistentin sein war ein mieser, kaum bezahlter Job, noch undankbarer, wenn man kaum geschlafen hatte. Sie ordnete gleich zwei Cappuccino und setzte sich damit in eine ruhige Ecke. Ihr Handy läutete tonlos. Lou. Sie wollte es schon genervt zur Seite legen, da sah sie, dass der Anruf echt zu sein schien. Nicht bloß eine Nachrichtenmeldung. Sie nahm ab. Hallo? Hey, Lou hier. Tut mir mega leid, dass ich mich tagelang nicht gemeldet habe. Ich habe erst jetzt mein Handy wieder. Hab's in der Cocktailbar neulich liegen gelassen. Und die hatten jetzt 5 Tage Betriebsurlaub. Hoffe, du bist mir nicht böse. Ach so. Ich dachte schon, du wolltest mich nicht mehr sehen. Doch, natürlich. Unbedingt sogar. Hast du Lust, morgen brunchen zu gehen? Ja, gerne. Ins Vox Libris um 11? Perfekt, ich sehe dich dann morgen. Sorry nochmal. Ciao. Am nächsten Tag war Say schon im Café, als Josie eintraf und wirkte ehrlich erleichtert. Oh, du bist gekommen. Ja, na klar. Josie schenkte Sam ihr bestes Lächeln. Ich hatte ein bisschen Angst, du würdest mich versetzen. Ach was. Naja, wenn mich mein Date tagelang ignoriert, wäre ich echt pissig. Ja, ich war auch besorgt und traurig. Dachte, du hättest mich geghostet. Ha, du wirst lachen, das hab ich auch. Wie bitte? Nicht so. Ich hab vorletzte Nacht geträumt, ich würde bei dir spuken. Hab sogar ein Herzchen auf deinen Toaster gemalt. Aber du hast gedacht, ich wäre deine Oma und hast dann deine Teetasse nach mir geworfen. Lou sah, wie Josies Kinnlade im Zeitlupentempo nach unten klappte.